Was war das denn? Berliner Luft von hinten. Berliner. You pierced the flight of my mistress, stand to keep it on. Is he dead? Sit you down, father. Rest you. The letters of South Feinstein are sent to every nerve of Bist du immer noch wach? Billy Shears. Wer ist denn Billy Shears? Der Doppelgänger von Paul McCartney. Das ist Billy Shears. Billy Shears war ein junger Musiker aus Liverpool, der zufälligerweise am 6. Oktober 1960 mit den Beatles im Kaiserkeller in Hamburg spielte. Bis auf seine viel zu große Nase glich er Paul McCartney bis aufs Haar. Am 17. November 1960 wurde er im Raum neben Paul McCartney und Pete Best im Bambi-Kino einquartiert. Die Beatles fangen an, im Top Ten Club zu spielen. Billy Shears hat die Witze über seine Nase satt. Er zündet ein paar Pariser in dem Zimmer von Paul und Pete Best an. Das Kino brennt. Paul McCartney und Pete Best werden verhaftet. Am nächsten Tag werden die Beatles ausgewiesen. Zurück nach Liverpool. Jahre später, Paul McCartney stirbt. Brian Epstein erinnert sich an Billy Shears. Der Typ wird ausfindig gemacht und sie bezahlen ihm eine neue Nase. Kein Unterschied mehr. Morgen in Alan Banks Sendung. Krieg ich recht. Helmut kommt auch. Okay, morgen. Dann ist die Stunde der...